Ganz herzliches Willkommen zu Ihrem Seminar Unternehmenstransaktionen in der Krise. Wir freuen uns ganz doll, dass Sie sich hier heute Nachmittag die Zeit nehmen, damit wir unser Wissen und unsere Erfahrung in dem Thema an Sie weiter vermitteln dürfen. Wir freuen uns ebenso über die hohe Teilnehmerzahl und die hohe Anmeldungsquote. Das Webinar ist ja doch ein recht häufig genutztes Instrument derzeit in der Krise, in der Corona-Krise. Wir haben zudem ein sehr spezielles Thema. Nichtsdestotrotz haben wir heute circa 100 Anmeldungen zu verzeichnen. Also ganz, ganz klasse. Sagt uns, dass das Thema wirklich wahrgenommen wird. Vielleicht für Sie kurz so ein bisschen zur Verteilung. Wen haben wir heute hier im Call? Wir haben so circa 40% Vertreter von Finanzinvestoren, Private Equities. Wir haben 40% aus dem Corporate M&A-Bereich, 15% circa verwandte Beratungskollegen und sogar so eine Handvoll direkte Wettbewerber. Das freut uns natürlich ganz besonders, dass auch unsere Kollegen hier ein bisschen von uns dazulernen möchten. Ja. Wir haben 60 Minuten Zeit. Wir würden ganz schnell starten wollen, damit wir auch alle oder möglichst viele Punkte mit Ihnen durcharbeiten können. Damit Sie wissen, mit wem Sie es aber auch heute hier zu tun haben, würden wir eine ganz kurze Vorstellungsrunde voranstellen. Und da würde ich einmal den Dr. Bödeling bitten, damit zu beginnen. Ja, vielen Dank. Herzlich willkommen auch von mir. Mein Name Dr. Adrian Böhlingen. Ich bin Partner bei Baker Tilly im Bereich Restrukturierung. Ich bin Insolvenzanwalt und habe seit 2012, seit das ESOG in Kraft getreten ist, eine ganze Menge Restrukturierung auch über Eigenverwaltungsverfahren umgesetzt. Bin in dem Zusammenhang auch in die Geschäftsführung der restrukturierenden Unternehmen gegangen und dabei auch, und da kommt auch eine wesentliche Überleitung dann zum heutigen Thema, viele Transaktionen natürlich umgesetzt, sowohl in der Eigenverwaltung als auch, dass wir begleitet haben im Regelverfahren. Und freue mich, dass wir Ihnen heute das Thema ein bisschen näher bringen dürfen. Dann würde ich hier an der Stelle wieder übergeben An den Herrn Weber. an den Kollegen Jens Weber, dass er sich einmal kurz vorstellt. Ja, vielen Dank. Mein Name ist Jens Weber. Ich bin insbesondere Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwalt. Ich bin Mitglied im Fachausschuss Sanierung und Insolvenz des EDW. Dieses Organ hat jetzt vor einiger Zeit, ja, letztendlich im April, Mai dieses Jahres, den neuen IDBS 2 zur Insolvenzpläne herausgebracht. Wir haben den Standard abgestimmt mit relevanten Richtern und entsprechenden Verbänden. Das fließt hier ein. Die Frage Plan oder Asset Deal, deswegen hoffe ich, hier so ein bisschen helfen zu können. Ich bin ja selbst seit 20 Jahren in der Restrukturierung tätig. Wir machen selbst Eigenverwaltung, wie der Kollege Böding schon selber erwähnte. Im Übrigen unterstützen wir aber auch Interimsmanager, die denn selbst in der Insolvenz sanieren wollen oder die die Möglichkeit der leichteren Sanierung in der Insolvenz nutzen wollen. Das ist unser tägliches Handwerk. Und dann machen wir natürlich auch die Umsetzung der Transaktion über einen Insolvenzplan. Oder, was häufig einfacher erscheint, aber das werden wir heute ja besprechen, über einen Asset Deal. Vielen Dank. Dann übernehme ich wieder. Prima, ich stelle mich auch noch mal ganz kurz vor. Nils Klamar ist mein Name. Ich bin seit kurzem bei Baker Tilly. Vorher 13 Jahre für ein etwas kleineres Unternehmen gearbeitet. Dort vorwiegend in der Unternehmensbewertung und auch in der Transaktionsberatung. Und würde heute das Thema, ja, die Besonderheiten bei der Financial Due Diligence in der Insolvenz übernehmen. Prima, dann wollen wir auch gleich loslegen. Ich führe Sie noch mal einmal ganz kurz durch die Agenda. Aktuelle Situation. Ich sage noch ein paar Worte, warum das, was wir hier heute besprechen, wichtig ist und insbesondere in den nächsten Wochen und Monaten wichtiger wird. Der Dr. Böhling übernimmt dann das Thema Transaktionen vor der Insolvenz und warum Sie das eben nicht tun sollten, gibt Ihnen einen Überblick über die Verfahrensarten.
Die Unterschiede zwischen den Verfahrensarten wird dann wiederum von dem Herrn Weber erläutert. Genauso die Gestaltungsmöglichkeiten, die Besonderheiten in der Financial Due Diligence, wie schon angekündigt, würde ich übernehmen. Und ich glaube, Jens oder Adrian, einer von euch beiden, übernimmt dann nochmal das Thema Asset Deal versus Insolvenz Plan. Wenn wir dann noch ein bisschen Zeit haben, haben wir noch ein paar Bonusthemen für Sie vorbereitet. Aber ich glaube, mit den geplanten Themen kriegen wir die Zeit ganz gut voll. So, ich steige direkt ein. Warum reden wir heute miteinander? Also, wir haben die Situation, dass zum 31.12. einfach ein sehr, sehr großer Teil der Corona-Maßnahmen ausläuft. Da hätten wir als erstes mal das ganze Paket der Förderung durch die KfW mit den unterschiedlichen Förderdarlehen bzw. Überbrückungsdarlehen werden zum 31.12. auslaufen. Wir haben das sehr, sehr wichtige Instrument der Insolvenzantragspflicht. Ja, die wird bei Zahlungsunfähigkeit, also die Aussetzung der Insolvenzantragspflicht wird bei Zahlungsunfähigkeit zum 30.09. auslaufen, zum 1.10. wieder eingesetzt. Ja, das ist nächste Woche Donnerstag, also ziemlich bald. Wir sind sehr gespannt, was an dem Donnerstag, Freitag und in der Woche passieren wird und insbesondere auch in den Wochen danach. Bei Überschuldung, Insolvenzantragspflicht bei Überschuldung ist derzeit geplant der Wiedereinsatz zum 31.12. Diverse steuerliche Förderinstrumente werden zum 31.12. ausläufen. Der Renner unter den derzeitigen Förderinstrumenten, das Kurzarbeitergeld, ist bis 31.12.21 zunächst mal verlängert worden. Da haben wir gleich auch nochmal eine separate Folie zu. Das ist relativ dramatisch, wie sich da die Förderung in den letzten Wochen entwickelt hat. So, darum ist das wichtig, darum sprechen wir heute miteinander, weil das natürlich eine Auswirkung auf die Insolvenzen haben wird. Wie sieht im Moment die Prognose aus? Haben wir auch nochmal ein paar Grafiken für Sie vorbereitet. Wir haben hier so den Zeitstrahl von 2006 bis 2021. Dort sehen Sie dann in grün die Entwicklung des deutschen Bruttoinlandsproduktes nach IFW-Berechnung. Da hatten wir in 2006 bis 2007 relativ fette Jahre. Dann einen Abfallen des BIP in der Finanzkrise von 5,7%. Ja. Für die Corona-Krise, also für 2020, wird sogar derzeit 5,8% geforecastet. Also ein stärkerer BIP-Rückgang als in der Finanzkrise. Man sieht hier also damit korrespondierend in Grau unterlegt die Anzahl der Insolvenzen. Da wundert man sich vielleicht ein bisschen, warum das 2009 eigentlich nur so wenig angestiegen ist. Das liegt einfach daran, dass die Insolvenzdefinition damals seitens des Gesetzgebers gelockert wurde und wir deshalb nur einen moderaten Anstieg haben. Dann in den fetten Jahren hier 2014 bis 2018 eigentlich relativ konstant immer wieder ein Rückgang. Insolvenzverwalter erwarten derzeit für 2020 wiederum einen Anstieg von 20%. Ja, was sicherlich schwer zu forecasten ist, da man die aufgestauten Effekte einfach im Moment nicht quantifizieren kann oder kaum quantifizieren kann. Wir haben sicherlich das ein oder andere der sogenannten Zombie-Unternehmen, die sich jetzt, also die vielleicht auch vorher schon nicht so richtig sich toll entwickelt haben. Da werden sicherlich viele Unternehmer dabei gewesen sein, die sich unter dem Deckmantel Corona-Krise jetzt nochmal Liquidität gesichert haben. Und da ist die Frage, wie wird sich das in naher Zukunft entwickeln? Vielleicht, genau, für 2021 haben wir derzeit noch keine Prognose gefunden. Das wäre auch nochmal ganz spannend gewesen, wie das für 2021 aussieht, wenn dann eben die Förderinstrumente größtenteils gestrichen werden. Wie gesagt, der derzeitige Renner unter den Förderinstrumenten, nur damit Sie das auch nochmal gesehen haben, eben unser Kurzarbeitergeld. Wir sehen in der Finanzkrise in 2008 quasi ohne Bedeutung vor 2008 dann einen Anstieg auf ca. 60.000 Betriebe.
quasi wieder ohne Bedeutung bis einschließlich 2019. Die derzeitige Hochrechnungszahl für Mitte 2020 lautet 613.000 Betriebe. Ja, 613.000 Betriebe beziehen per Juni 2020 Kurzarbeitergeld. Da ist natürlich alles dabei, also vom MDAX-Unternehmen bis hin zum Friseur. Die Förderung wird auch noch eine Weile aufrechterhalten werden. Frage ist natürlich, wie lange? Und die Frage begleitet uns, damit das Insolvenzthema vielleicht noch über 2021 dann eben hinaus, wenn es irgendwann gestrichen wird. Sicherlich wird es möglichst weit verlängert werden, weil geförderte Betriebe sich sicherlich besser politisch verkaufen lassen als Arbeitslose. Und ob man dann Kurzarbeitergeld zahlt oder Arbeitslosengeld, ist für die Regierung vielleicht, also ökonomisch ein geringer Unterschied. Ja, aber die langfristige Entwicklung ist im Moment schwer zu forecasten. Sicherlich werden da auch nicht mehr alle Betriebe im gleichen Umfang bis in alle Ewigkeit gefördert werden. Ja. Das ganz kurz zur derzeitigen Situation. Warum ist das Thema wichtig? Warum wird das Thema wichtig? Und damit gut für den Teaser für den Moment, dann würden wir ins Thema eigentlich auch gerne direkt einsteigen. Und wir starten mit den Transaktionen in der Insolvenz, die Ihnen oder beziehungsweise vor der Insolvenz, die Ihnen einmal der Dr. Böhling vorstellt. Adrian, leg los. Ja, Nils, vielen Dank. Ja, es ist ein bisschen ein unglücklicher Zeitpunkt heute mit den Transaktionen vor der Insolvenz, die wir Ihnen vorstellen wollen, weil Sie sehen es schon, die Überschrift ist etwas provokativ, gleichwohl im Moment definitiv aus unserer Sicht zu beachten. Sie sollten vermeiden, vor der Insolvenz ein Schnäppchen zu machen. Warum ist der Zeitpunkt, um Ihnen das zu erzählen, etwas ungünstig? Naja, wir haben letzten Freitag einen Referentenentwurf bekommen für eine umfängliche Reformierung des Insolvenzrechts. Das wird sich noch anpassen. Da sind im Moment die Verbände gefragt, um dazu Stellung zu nehmen. Aber das mag sein, dass es insbesondere auch für Transaktionen für den vorinsolvenzlichen Bereich hier Anpassungen und relevante Anpassungen auch gibt. Denn was ist gefährlich vor der Insolvenz im Moment? Die Insolvenzanfechtung. Die Insolvenzanfechtung führt dazu, dass Sie ein Unternehmen kaufen und hinterher der Insolvenzverwalter das Unternehmen von Ihnen zurückhaben möchte und Ihnen für den Kaufpreis nur noch eine Quote zahlt. Das ist auch gerade im Asset-Deal, wenn Sie versuchen, das Unternehmen unter Wert zu verkaufen, sehr gefährlich, weil Sie da möglicherweise sogar in eine unentgeltliche Leistung reinrutschen. Klingt erstmal absurd, Sie zahlen ja einen Kaufpreis. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Sie ein Unternehmen haben, das 100 wert ist, die zahlen nur 60, möglicherweise auch mit einer begleitenden Unternehmensbewertung. Und hinterher stellt der Insolvenzverwalter fest und kann es auch belegen, dass das Unternehmen 100 wert war. Dann sind diese 40, die Sie darunter liegen, eine unentgeltliche Leistung. Das ist zwar dann insgesamt nur eine teilunentgeltliche Leistung, aber da die Leistung nicht teilbar ist, das Unternehmen ist nicht so weit teilbar, bezieht sich das dann oder würde sich dann möglicherweise sogar auf den ganzen Deal beziehen. Und das macht es dem Insolvenzverwalter sehr, sehr einfach, Deals hinterher anzufechten. Selbst wenn das nicht so ist, können Transaktionen auch immer vor dem Hintergrund der vorsätzlichen Gläubiger Benachteiligungsabsicht anfechtbar sein. Das klingt jetzt nach höheren Anforderungen, als es tatsächlich ist. Und Sie können sich vorstellen, ein Insolvenzverwalter, der hinterher, Sie machen einen Asset-Deal, Sie kaufen das Unternehmen, der Insolvenzverwalter bekommt hinterher die Gesellschaft. In der Gesellschaft ist nicht mehr viel drin. Und er hat aber Gläubiger. Was macht er? Er guckt sich die ganze Vergangenheit an und schaut, was ist passiert. Und wenn er da sieht, ein Unternehmen wurde vorher gekauft, dann wird er das hinterfragen. Und er wird versuchen, da auch insolvenzrechtlich dran zu kommen. Dafür gibt es Lösungen, natürlich. Eine haben wir Ihnen hier mitgebracht, das Bargeschäft. Also Sie gewähren einen Barkreditzug und Zug gegen Sicherheiten.
Kann man so machen, führt aber dann dazu, dass es auch teurer wird. Denn wenn Sie warten, bis das Unternehmen ins Insolvenzverfahren kommt, können Sie im Insolvenzverfahren das Unternehmen günstiger kaufen. Und Sie laufen nicht Gefahr, in Anfechtungsrisiken reinzulaufen. Das Ganze gilt natürlich nicht für einen Share-Deal. Wenn Sie die Gesellschaftsanteile kaufen, dann kaufen Sie die Gesellschaft selbst und haben es selber in der Hand, ob ein Insolvenzverwalter reinkommt oder nicht. Aber genau das ist das Problem auch beim Share-Deal vorinsolvenzlich, denn möglicherweise übernehmen Sie Insolvenzantragspflichten. Und Sie müssen dafür sorgen, dass diese Insolvenzantragspflichten dann sofort beseitigt werden, wenn Sie das Unternehmen weiterführen. Deswegen eher ein Unternehmen in der Insolvenz kaufen, wenn es sich in der Krise befindet, als vor der Insolvenz. Vielleicht jetzt bitte eine Seite weiter. Nils? Danke. So, was ich Ihnen jetzt mitgebracht habe, ist einmal eine Übersicht über die Verfahrensarten, die es in der Insolvenz gibt. Sie kennen das, Eigenverwaltung, Fremdverwaltung. Die Fremdverwaltung unten teilt sich in vorläufiges Insolvenzverfahren und eröffnetes Insolvenzverfahren. Genauso unterteilt sich die Eigenverwaltung in Schutzschirm vorläufige Eigenverwaltung im ersten Bereich. Und im eröffneten Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung dann im zweiten Bereich. Im Einzelnen gibt es sicherlich hier viele, viele Unterschiede. Der wesentliche Unterschied ist, Schutzschirm vorläufiger Eigenverwaltung und Eigenverwaltung im eröffneten Verfahren wird durch die Geschäftsführung selbst gemacht und nicht durch einen Insolvenzverwalter. Im vorläufigen Insolvenzverfahren ist bekanntlich dann der vorläufige Insolvenzverwalter, im eröffneten ein Insolvenzverwalter. Im Lead. Warum ist das interessant? Weil die Eigenverwaltung viele Möglichkeiten bietet, in ein Insolvenzverfahren geplant reinzusteuern und dabei auch noch weiter die Zügel in der Hand zu halten. Warum ist das für eine Transaktion interessant? Naja, in dem einen Fall haben Sie den Unternehmer, der Ihnen das Unternehmen verkauft. Im anderen Fall haben Sie einen Insolvenzverwalter, der Ihnen das Unternehmen verkauft. Ansonsten unterscheiden sich die beiden Insolvenzarten für eine Transaktion nicht. Wir haben, und ich habe Ihnen auf der nachfolgenden Folie das Ganze mal in drei Teile eingeteilt. Eine Phase 1 vor Insolvenzantrag, eine Phase 2 im Antragsverfahren, also in den ersten drei Monaten und dann Phase 3 im Insolvenzverfahren. Der relevante Übergang auch für die Transaktion ist die Insolvenzeröffnung. Das finden Sie zwischen Phase 2 und 3. Hier ändert sich das Regime. Hiernach können Sie dann rechtssicherer kaufen. Für den Asset-Deal zunächst haben Sie keinen Unterschied zwischen Phase 1 und Phase 2. Phase 1, wie ich gerade eben schon gesagt habe, vorher haben Sie im Asset-Deal die Gefahr, insbesondere in den drei Monaten vorher, Sie haben die Gefahr, dass Sie in eine unentgeltliche innerhalb von 4 Jahren vor der Antragstellung reinlaufen. Und wenn Sie das Unternehmen kaufen und vorher eine DD gemacht haben, werden Sie auch sehr schnell, mit denen auch sehr schnell hier Kenntnis unterstellt. Kenntnis von Zahlungsunfähigkeit, Kenntnis von wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Auch das macht es in der Anfechtung für den Insolvenzverwalter dann leicht. Diese Phase zieht sich auch über die Phase 2 hinweg. Das heißt, selbst wenn Sie im vorläufigen Insolvenzverfahren kaufen würden, könnten Sie möglicherweise im eröffneten Insolvenzverfahren angefochten werden. Sie sagen, naja, ist doch der gleiche. Ja, wenn es der gleiche ist, mag das sein. Sie haben aber, abgesehen davon, dass Sie die gleiche Person haben, Sie haben es mit einer anderen Vermögensmasse zu tun. Und diese andere Vermögensmasse in Phase 3 kann Ihnen in Phase 2 auch gefährlich werden. Deswegen kaufen Sie im Asset-Deal immer nur in Phase 3, niemals in Phase 2 und in Phase 1
nur mit sehr vielen Vorsichtsmaßnahmen. Das gilt nicht für einen Share Deal. Ein Share Deal vorher können Sie machen in Phase 1. Dann ist aber Ihre wesentliche Aufgabe, dann haben Sie zwar keine Anfechtungsrisiken, aber Ihre wesentliche Aufgabe ist es, Insolvenzantragskunde zu beseitigen. Und das müssen Sie im Blick haben, wenn Sie ein Unternehmen in fortgeschrittener Liquiditätskrise haben. In Phase 3 können Sie dann auch wieder einen Share Deal machen. Der allerdings wird dann nur nach einem Insolvenzplan sinnvoll, weil Sie ansonsten das insolvente Unternehmen im Insolvenzverfahren übernehmen und weiterführen müssen. Das bringt Ihnen als Käufer relativ wenig. Dazu wird der Kollege Weber später auch noch ein paar Sätze mehr sagen. Nochmal zurück auf dem nächsten Slide zu den Unterschieden zwischen den einzelnen Verfahren. Wir haben auf der linken Seite im Dunkel das böse Verfahren, das klassische Insolvenzverfahren mit dem Insolvenzverwalter. Und auf der rechten Seite die normale Eigenverwaltung oder das Schutzschirmverfahren. Um es zusammenzufassen, der Unterschied zwischen normaler Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren ist eigentlich gar nicht so groß. Da ist viel Spiel mit Worten dabei. Ein Schutzschirmverfahren klingt natürlich sehr viel besser als eine vorläufige Eigenverwaltung. In der Sache ändert sich wenig. Die Antragsgründe sind etwas verschärft. Ich komme in ein Schutzschirmverfahren nur, wenn ich nur drohend zahlungsunfähig bin. Wenn ich schon zahlungsunfähig bin, dann bleibt für mich nur noch die normale Eigenverwaltung. Und ich muss eine Bescheinigung beifügen. Diese Bescheinigung muss von einem externen Dritten ausgestellt sein und muss belegen, dass die Sanierung der eigenverwaltenden Schuldnerin nicht offensichtlich aussichtslos ist und dass eben nur drohende Zahlungsunfähigkeit vorliegt. Das auf der Soll-Seite, auf der Haben-Seite beim Schutzschirmverfahren steht dann, dass ich meinen Sachwalter selber mitbringen kann und dass ich bislang im Gesetz schon unter vereinfachten Bedingungen Masseverbindlichkeiten eingeräumt bekommen kann. Das gilt mittlerweile auch für die normale Eigenverwaltung, sodass der wesentliche Unterschied, dass der Name ist und dass ich meinen Sachwalter bestimmen kann. In der normalen Eigenverwaltung spricht man sowas dann mit den Verfahrensbeteiligten, insbesondere mit dem Insolvenzgericht, ab und bekommt in der Regel auch den Sachwalter, den man gerne hätte, es sei denn, er ist gänzlich ungeeignet, dann natürlich wird es schwierig. Damit bin ich eine Seite weiter, habe ich die Voraussetzungen nochmal aufgeführt, um sie nochmal durchzugehen. Beim klassischen Insolvenzverfahren, wenn ein Gläubiger Insolvenzantrag stellt, dann muss er ihn glaubhaft machen, den Insolvenzgrund. Bei Eigenverwaltung und Schutzschirmverfahren reicht der Antrag des Schuldners, solange das Vertretungsorgan es einstimmig stellt. Weiteres Organ in der Eigenverwaltung, das kann man sich so vorstellen wie einen Aufsichtsrat. Im normalen Verfahren ist der Gläubigerausschuss. Der Gläubigerausschuss kann auch auf das Verfahren Einfluss nehmen, insbesondere auf die Person des Sachwalters mit einstimmigem Beschluss, kann auch ein Sachwalter vom Gläubigerausschuss eingesetzt werden. So viel einmal zum Überblick über die Verfahrensarten. Ich hatte es jetzt schon zwischendurch immer mal wieder angesprochen. Noch einmal konkret zu den Unterschieden zwischen der Fremdverwaltung und Eigenverwaltung. Auf den nächsten Folien habe ich es jetzt dabei belassen, Fremdverwaltung und Eigenverwaltung in 2 aufzuteilen und nicht mehr in 3. Die Verfügungsbefugnis bleibt. Die bleibt bei der Geschäftsführung. Dadurch wahre Kontinuität in der Betriebsfortführung. Es hält meine Betriebsfortführung sehr viel ruhiger, als wenn ich einen Change of Control habe. Ich habe zwar einen Sachwalter mit dabei, der Sachwalter hat aber Aufgabenbereiche nur im Innenbereich, zumindest im vorläufigen Verfahren. Im eröffneten Verfahren ist er dann zuständig für
klassische Tätigkeiten, die gerichtsnah sind, wie die Führung der Tabelle beispielsweise oder aber auch Anfechtungsrecht. Das Anfechtungsrecht wird nicht durch die eigenverwaltende Schuldnerin wahrgenommen, sondern durch den Sachwalter, der aber im Übrigen nur dafür zuständig ist, zu gucken, dass die Geschäftsführung einen ordentlichen Job macht. Die Haftung hat sich mittlerweile, das war am Anfang sehr umstritten, wie es mit der Haftung im Eigenverwaltungsverfahren funktioniert. Mittlerweile ist die Haftung über die Rechtsprechung angeglichen. Die eigenverwaltende Schuldnerin haftet ähnlich dem Verwalter. Und in beiden Varianten besteht natürlich die Möglichkeit, gerade bei der Betriebsfortführung, die Haftung auf Berater zu transferieren. Gerade in der Eigenverwaltung macht das Sinn, weil die wenigsten Geschäftsführer dazu in der Lage sein werden, unter insolvenzrechtlichen Bedingungen ein Unternehmen zu führen. Dann ein Unterschied, den wir möglicherweise in der angesprochenen Reform nicht mehr haben werden. In der Fremdverwaltung werden Umsatzsteuerverbindlichkeiten in der ersten Phase vor Eröffnung zu einfachen Insolvenzforderungen. Das heißt, in der Eigenverwaltung sind sie nur quotal zu befriedigen. Das ist natürlich ein charmanter Vorteil für die Eigenverwaltung. Das wird der Gesetzgeber aber voraussichtlich jetzt aufgeben und die Steuerverbindlichkeiten sind in der Fremdverwaltung und in der Eigenverwaltung vollständig so zu bezahlen, wie sie geschuldet sind. Bei der, auf der nächsten Folie geht es dann weiter mit der Haftung für Sozialversicherungsbeiträge und Steuern. Hier habe ich in der Fremdverwaltung einen Vorteil für den Geschäftsführer, weil selbstständig kann er nicht handeln. Er braucht den Insolvenzverwalter und solange der Insolvenzverwalter ihm sagt, das darfst du nicht, enthaftet das den Geschäftsführer. Dieses Privileg habe ich in der Eigenverwaltung nicht. Hier bin ich als Geschäftsführer weiterhin vollständig handlungsfähig und kann Steuerverbindlichkeiten und Sozialversicherungsbeiträge zahlen. Lässt sich lösen, das hat sich mittlerweile in der Praxis so eingebürgert, dass man gleichzeitig einen Beschluss des Gerichts holt, dass man es nicht zahlen darf. Dann letzter Punkt. Bei dem Vergleich der beiden Verfahrensarten, Masseverbindlichkeiten in der Insolvenz, ich hatte sie schon ein, zwei Mal angesprochen, ich kategorisiere Verbindlichkeiten im Insolvenzverfahren in Insolvenzforderungen, die quotal zu befriedigen sind und Masseverbindlichkeiten, die so zu bezahlen sind, wie sie geschuldet sind. Das brauche ich natürlich bei einer Betriebsfortführung, dass auch Masseverbindlichkeiten begründet werden können, weil mein Vertragspartner natürlich bezahlt werden möchte für die Leistung, die er mir auch erbringt. Das sieht das Gesetz auch vor. Das kann man in der Fremdverwaltung mit Zustimmung des Gerichts einräumen, genauso wie in der Eigenverwaltung. Da ist dann extra ein Beschluss zu erforderlich, in dem steht drin, die Schuldnerin oder eben der Insolvenzverwalter in der Fremdverwaltung wird ermächtigt, Masseverbindlichkeiten zu begründen. Das geht natürlich nur unter bestimmten Voraussetzungen. Aber wenn ich die Ermächtigung und wenn ich diese Leistung für die Betriebsfortführung brauche, und wenn ich das Geld auch wieder zurückbezahlen kann, und das muss ich darlegen, dann kann ich auch Masseverbindlichkeiten begründen. Jetzt kommt hier der Tipp über Gewährung eines Massedarlehens in den Deal hineindrehen. Der Hintergrund ist, dass Masseverbindlichkeiten im Insolvenzverfahren erst vollständig befriedigt werden müssen, bevor ich im Insolvenzverfahren die Masse nutzen kann, um sie an die Insolvenzgläubiger, also die quotal zu befriedigenden Insolvenzgläubiger, verteile. Das heißt, wenn ich über eine Ermächtigung des Gerichts ein für die Betriebsfortführung notwendiges Darlehen in das Unternehmen reingebe, dann kommt, wenn es hinterher zu einer Transaktion kommt, schwerlich jemand an mir vorbei, weil er entweder erst mein Massedarlehen komplett zurückführen muss oder mich eben in der Transaktion berücksichtigt. Deswegen
über dieses Massedarlehen in den Deal hineindrehen. Charmanter Nebeneffekt. Auch als Massegläubiger ist man sehr eng am Verfahrensfortschritt dran und kann Einfluss nehmen auf das, was passiert. So viel zum Überblick. Ich würde jetzt an den Kollegen Jens Weber weiterleiten, der Ihnen ein bisschen mehr über die Besonderheiten erzählt und wie man das für die Transaktion nutzen kann. Herr Weber, einmal bitte das Mikro aufschalten. Dankeschön. Ja, das ist immer klug, ja. Ja, also erstmal nochmal vielen Dank, Adrian. Und ich würde jetzt aber zunächst mal ganz kurz darauf ansetzen, was du zuletzt gesagt hast, sich zum Beispiel über ein Massedarlehen in den Deal reindrehen. Warum machen wir das eigentlich? Und warum verlieren wir doch ein paar Worte zu den Verfahrensarten? Sie müssen sich die Situation vorstellen, wie wir sie häufig erleben. Wir nicht mal unbedingt, dass wir jetzt einen Investor begleiten, aber wir bekommen halt mit, auch von Schuldnern, ja, da ist jemand, der möchte uns gerne kaufen, der kommt aber nicht weiter, weil wir die Verbindlichkeiten haben. Wir haben PSV-Geschichten, wir haben irgendwelche Aufträge, die sich nicht rechnen, wir haben Mietverträge, die uns strangulieren. Das ist einfach so, unser Geschäftsmodell ist eigentlich in Ordnung, aber wir haben halt diese ganzen Dinge, die nicht so richtig funktionieren, die uns da ein bisschen wie die Eisenkugel am Fuß hängen. Und da ist die Frage, ja gut, dann spricht man uns halt an. Wir begleiten das Unternehmen aus der Sanierung, die vielleicht schon mal begonnen worden ist, wo man aber erkannt hat, dass diese Fußfesseln da sind, begleiten wir das Unternehmen in die Insolvenz und sanieren dort mit der Geschäftsleitung gemeinsam weiter. Das heißt, wir unterstützen die Geschäftsführung bei der Sanierung in der Insolvenz. Wir sind natürlich, und auch bei einer Eigenverwaltung ist es so, auch die Eigenverwaltung hat die Gläubigerinteressen zu berücksichtigen, hat da den maximalen Verwertungserlös zu erreichen, also muss auch hier gegebenenfalls, egal ob wir Insolvenzplan oder Asset Deal machen, nochmal ein zweiter Investor dazugezogen werden. Wenn aber Sie zum Beispiel, wir mit Ihnen schon relativ frühzeitig Kontakt aufgenommen haben, aus der Position der Eigenverwaltung heraus, wir stehen auf der anderen Seite dann, das muss mal deutlich gemacht werden, dann sind Sie aber vorne schon dran, wenn Sie sehen, Sie haben eine, also der Fall ist, Sie haben sich mit dem Unternehmen beschäftigt, Sie sagt, das macht außerhalb der Insolvenz keinen Sinn, dann sprechen Sie uns an, wir führen das Unternehmen in die Eigenverwaltung, wir begleiten das Unternehmen, wir müssen natürlich darauf achten, dass hier auch für die Gläubiger der maximale Wert rauskommt. Aber Sie waren ja schon vorher dran. Sie haben jedenfalls ein Massedarlehen bereits gegeben. Der Adam Böding hat den Vorteil genannt. Und mit dieser Struktur zu sagen, okay, wenn ihr in die Insolvenz geht, aus der Insolvenz heraus würden wir euch kaufen, sprecht den doch an, führt das da durch. Kannst du uns die nächste Folie zeigen, Nils? Was jetzt nochmal wichtig ist, vom Zusammenhang her, das Zusammenspiel. Was häufig übersehen wird, ist, dass auch in der Eigenverwaltung die Geschäftsführung an Bord bleibt und der Sachwalter im Grunde auch einen M&A-Berater nicht auszusuchen hat. Da gibt es sogar ein Urteil des Amtsgerichts Hamburg zu, sondern das macht die Eigenverwaltung, sucht den M&A-Berater aus, weil, und dadurch ändert sich auch durch das Sansifog jetzt nichts, da sind zwar die Anforderungen an die Eigenverwaltung größer geworden, aber die Rollenverteilung ist gleich geblieben. Die Geschäftsführung handelt nach außen hin und der Sachwalter wird im Innenverhältnis informiert. Er hat vielleicht das Kassenführungsrecht, sodass er im Innenverhältnis vielleicht Zahlung freigeben muss, aber mehr nicht. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Geschäftsführer durchsanieren kann. Ja, es ist klar, dass der Geschäftsführer vernünftig sein muss. Da muss man vielleicht ein CRO reintun, der was vom Geschäft versteht. Jeder Insolvenzverwalter ist in der Regel ein Anwalt. Der versteht vom Geschäft in der Regel nicht so viel. Aber ein CRO muss vielleicht rein, der dann durchsaniert und der das Unternehmen dann auch so in die Topform bringt, dass Sie auch an diesem Unternehmen wieder interessiert sind. Und dann wird das halt, dann muss es freigegeben werden. Und das wäre nochmal ein spannender Hinweis von meiner Seite. Grundsätzlich ist für den Erwerb des Unternehmens, wenn das Unternehmen groß genug ist, der Gläubigerausschuss zuständig und nur in Ausnahmefällen die Gläubigerversammlung. Was man wissen muss in dem Zusammenhang, dass der Gläubigerausschuss immer besetzt ist, dass nach Köpfen entschieden wird. Wir haben in der Regel einen Mitarbeitervertreter drin, wir haben einen Lieferanten, einen Bankvertreter drin. In der Regel sind da so drei Leute, die in dem Gläubigerausschuss sind, wenn das Unternehmen nicht so groß ist. Das habe ich vielleicht fünf, aber da geht es nach Köpfen. Im Insolvenzplan geht es hingegen nach Summen und innerhalb der Gruppen nach Summen und Köpfen, sodass man sagen muss, das wäre auch nochmal ein Vorteil vom Insolvenzplan, das haben wir am Rande erwähnt. Aber das ist jetzt mal wichtig, wie die Rollenverteilung im Eigenverwaltungsverfahren ist.
Man geht da rein, man saniert durch, man bringt das Unternehmen nach vorne und man kann es dann auch in dem besseren Zustand verkaufen. Das ist der Gedanke, das ist der Hintergedanke unserer Veranstaltung hier. Jetzt, wenn du jetzt mal weitergehen würdest auf die Folie 19, wäre ich hier verbunden. Jetzt ist natürlich die Frage, wie saniere ich in der Insolvenz? Da ist es natürlich so, dass man hat natürlich diese sogenannten, man befürchtet diese sogenannten Reputationsschäden. Die nächste Folie, Nils, die Folie 19 bitte. Man befürchtet diese Reputationsschäden. Ganz spannend ist, ich habe beim BDU einen Vortrag gehalten, da hat auch jemand einen Vortrag gehalten zum Thema Marken in der Insolvenz. Der hat mitgeteilt, wenn ich eine Marke 10, 20 Jahre habe, hat man aus der Insolvenz auf die Marke kaum einen Schaden festgestellt. Interessant. Ich denke natürlich, dass im B2C-Geschäft das Problem eher gering ist als im B2B-Geschäft. Es gibt Geschäftsbereiche, die kann ich leicht in der Insolvenz sanieren, andere vielleicht schwieriger. Wir sanieren relativ viel Pflegeheim und Reha-Kliniken. Wie sagt ein Arzt, den wir da als Branchenexperten drin haben, gerade wenn die alten, die etwas älteren Leute in der Pflege sind, die sind dann da, die Versorgung ist sichergestellt, der Geschäftsprozess läuft ganz normal weiter. Trotzdem haben wir die Möglichkeiten, in der Insolvenz leichter zu sanieren, Auftrags- und Geschäftsversorgungsverträge erlöschen, automatisch. Ja. Das ist auch für Berater natürlich nicht uninteressant. Man muss darauf achten, dass mit der Eröffnung man einen neuen Vertrag abschließt, das nur so am Rande. Aber ansonsten ist es so, wenn ich jetzt Dauerschuldverhältnisse oder schwebende Verträge habe, die muss ich nicht eintreten. Also ich kündige nicht, sondern ich sage, ich erkläre die Nichterfüllung, dann ergibt sich daraus ein Schadenersatzanspruch. Das gilt auch für Mietverhältnisse insbesondere, um das vielleicht mal anzufangen. Das bedeutet aber umgekehrt, dass ich hier dann eine Schadenersatzforderung habe, die ich aber möglicherweise etwas mindern kann, weil auch der Vermieter natürlich Schadensminderungspflichten hat. Also wir haben häufig schon gekündigt Mietverhältnisse. Da war es dann so, dass die in der Regel nach 4, 5 Monaten auch einen neuen Mieter hatten und ab dann habe ich keine Schadenersätze mehr und dadurch relativiert sich das. Muss man auch deshalb darauf achten, damit der Vermieter nicht ein relevanter Gläubiger wird. Bei den anderen Dauerschuldverhältnissen, diese Mietverhältnissen müssen auch nicht übernommen werden. Das geht aber nur 3. Und was wichtig ist, ich habe zum Beispiel einen Anlagenbauer, da habe ich Aufträge angenommen, ich habe schlecht kalkuliert, ich muss diese Aufträge nicht fertigstellen, ich kann einfach sagen, pass auf, ich baue das nicht fertig, entweder du zahlst nach oder ich baue es nicht fertig, auch da wieder Schadenersatz, aber auch hier wieder gegebenenfalls packe ich den in einen Plan und befriedige mit einer Quote. Das heißt, ich kann Verträge mit Unterdeckung muss ich nicht eintreten, Mietverträge kann ich kurzfristig kündigen, was ich natürlich auch kann. Ich kann mit Arbeitsverhältnissen anders umgehen. Ich kann die mit einer Frist von 3 Monaten kündigen. Mein Sozialplananspruch ist, wenn es denn Betriebsrat gibt, relativ und absolut gedeckelt. Das am Rande, der neue Restrukturierungsrahmen sieht Eingriff in Arbeitsverhältnisse nicht vor. Diese kleine Spitze wollte ich mir jetzt gerade noch erlauben, sodass ich denke, wir werden auch hier weiterhin Eigenverwaltungsverfahren sehen. Also nochmal zur Struktur her, gerade wenn Sie diese außerordentlichen Probleme haben, auf Aufträge sich rechnen, aus Mietverhältnissen, aus Arbeitsverhältnissen, ist die Eigenverwaltung natürlich sehr charmant. Reputationsschaden hat die Stellung zugenommen, sodass ich denke, es ist eine Opportunität, die man nutzen möchte. Und Sie werden ja, wenn Sie eine Due Diligence gemacht haben, sehen, okay, ich komme nicht weiter, sprechen Sie uns an, wir führen das Unternehmen für das Zielunternehmen in die Insolvenz und dann können Sie gegebenenfalls günstiger aus der Insolvenz kaufen. Aber auch da müssen Sie natürlich ein paar Sachen beachten und wie das Unternehmen leistungswirtschaftlich zu beurteilen ist. Und da möchte gerne der Nils Klamag etwas zu sagen, nach meinem Verständnis. Vielen Dank erstmal. Und auch einmal bitte das Mikro aufschalten. Dankeschön. So, jetzt können mich aber hoffentlich alle hören. Also wie gesagt, ich würde noch mal ein paar Takte sagen zu Besonderheiten der Financial Due Diligence in der Insolvenz. Ein paar Sachen gibt es in der derzeitigen Situation zu beachten. Sie alle haben sicherlich schon mal eine Due Diligence gemacht oder eben auch eine Financial Due Diligence gelesen. Und deswegen haben wir das auch mal so in der hier einigermaßen bekannten Struktur
eben gehalten. Ja, da sieht man hier so klassischerweise die Umsatzentwicklung und dann die EBITDA-Entwicklung über 2018, 19 und dann die nicht so schönen Entwicklungen in 2020 auf Basis der Corona-Krise. Da muss ich mir natürlich als erstes mal die Frage stellen, habe ich klassischerweise hier ein Zombie-Unternehmen, dem es eben schon vorher nicht so gut ging und das jetzt durch gewisse Förderinstrumente einfach nochmal am Leben erhalten wurde? Oder habe ich tatsächlich ein Unternehmen, was einfach ein Opfer der Corona-Krise ist und dann nach Beendigung der Krise wie Phönix aus der Asche wieder aufsteigt? Da haben wir dann sozusagen eigentlich auch gleich den Kernpunkt der derzeitigen Due Diligence erwischt, zumindest der finanzwirtschaftlichen Beurteilung. Ich kann im Moment noch gar nicht sagen, in den meisten Branchen, wie denn das Back to Normal aussehen wird. Ja, also ich glaube, wir brauchen uns derzeit nicht unterhalten um Branchen wie, was weiß ich, Stadionbetreiber oder ähnliches. Die möchte im Moment sicherlich keiner kaufen. Aber wir sehen hier auch natürlich andere Entwicklungen, wo man noch nicht weiß, ob die G&V und die Umsätze in einem Jahr immer noch genauso aussehen. Wenn ich jetzt beispielsweise nur einfach als Beispiel nehme, das Retail-Business. Das klassische Brick-and-Mortar-Geschäft war sicherlich schon vorher, vor der Corona-Krise, nicht sonderlich gesund. Jetzt haben wir da nochmal einen Umsatzeinbruch, einen Shift ganz klar zum Online-Retail-Business. Da sind die Umsätze hochgegangen. Es kann sicherlich im Moment kein Mensch sagen, wenn wir tatsächlich im Q1 21 alle Impfstoffe, also alle geimpft sind und alle den Impfstoff bekommen haben, wie dann die Entwicklung im Q2 oder im Q3 aussieht. Das ist im Moment ganz, ganz schwierig einzuschätzen. Auf der anderen Seite haben wir natürlich auch super positive Entwicklungen, beispielsweise klassisch im Bereich Videostreaming. Da gibt es Anbieter, die im Moment hochschießen und sich super entwickeln, die jetzt für Betriebe das Townhall-Meeting organisieren. Ja, oder irgendwie die Aufsichtsratssitzungen organisieren per Videostream oder hochverschlüsselt arbeiten bei besonders sensiblen Bereichen. Das sind natürlich Technologien, die im Moment relativ hoch im Kurs stehen. Ob diese Technologien auch in einem Jahr noch weiter genutzt werden, das ist im Moment schwer zu sagen. Wir haben neulich mit einem Altenheim- und Pflegeheim-Ausrüster gesprochen. Da würde man erwarten, dass es eigentlich ein relativ stabiles Business ist. Die machen bestimmte Betten, spezielle Betten und Stühle für die Dusche und so weiter. Die haben natürlich jetzt Investitionen in Hygienemaßnahmen zu leisten. Das Budget der Kunden ändert sich aber nicht. Und insofern gehen auch hier die Umsatzerlöse zurück. Ja, das ist im Moment natürlich die absolute Kernfrage. Habe ich hier die Möglichkeit, irgendwie abzuschätzen, wie die G&V in einem Jahr möglicherweise aussehen wird. Ich habe sicherlich dann auch meine regelmäßigen Normalisierungen, wie ich in jeder klassischen Due Diligence habe. Und wie der Jens eben aber auch beschrieben hat, ich habe einfach in der Insolvenz dann die Möglichkeit, bestimmte Verträge loszuwerden, die mir eben wie der berühmte Klotz am Bein hängen. Da mache ich dann typischerweise eine Proforma-Anpassung. Wie hätte meine G&V in den letzten Jahren ausgesehen? Hätte ich diese Sanierungseffekte bereits schon mitgeschleppt und kann da sicherlich die Ertragskraft meines Unternehmens dann mit diesen Maßnahmen deutlich besser beurteilen. Ich habe natürlich auf Sales-Seite möglicherweise bestimmte Wechselwirkungen. Ja, also wenn ich jetzt Vertriebler rausschmeißen muss, korrespondiert das sicherlich mit den Umsatzerlösen. Das kann ich sicherlich schwer abschätzen. Das sind die Effekte in der G&V. Typischerweise habe ich dann auch Effekte im Working Capital, auch hier wieder dargestellt, wie Sie das aus der Due Diligence kennen. Vorratsentwicklung, Forderungen aus Lieferung und Leistung, Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung. Bei der Beurteilung des Vorratsvermögens habe ich im Moment ein paar Themen, die ich beachten muss. Ich habe Anfang 2020 sicherlich deutlich weniger von meinem Vorratsbestand abverkauft, als das normalerweise in dieser Saison der Fall ist. Folglich habe ich sicherlich mit einer Überalterung zu kämpfen. Möglicherweise habe ich Saisonware, ja, da wir alle natürlich im Poloshirt im Homeoffice gesessen haben vor Teams. Ist kein Mensch mehr in den Boss-Store gegangen und hat sich einen neuen Anzug gekauft. Und deswegen hängt er da immer noch und kann möglicherweise natürlich für heute nicht mehr abverkauft werden.
Der Forderungsbestand wird oftmals eben nicht mitverkauft. Nichtsdestotrotz lohnt sich da mal immer einen Blick rein, um zu gucken, wie denn da die Zahlungsziele faktisch ausgenutzt werden oder beziehungsweise ob ich da Langläufer drin habe. Die kommen nicht unbedingt auch von insolventen, also möglicherweise kommen sie von insolventen Kunden. Möglicherweise kommen sie von Kunden, die mit der Lieferung nicht zufrieden waren, wo ich dann Probleme habe. Das sind auch Gegenstände der regelmäßigen Due Diligence. Da muss ich mit dem mal sprechen und gucken, ob die dann auch in Zukunft möglicherweise noch bei mir kaufen werden mit der neuen gesunden Mutter und mir so eben ein Bild machen. Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung vor der Insolvenz natürlich hochgelaufen, konnten nicht mehr bezahlt werden. Eigentlich kein großer Aspekt der Due Diligence bei einem Asset Deal, weil typischerweise kaufe ich sie halt nun mal nicht mit. Ein ganz wichtiger Punkt, ich mache einen Asset Deal, ich kaufe nicht alle Betriebsteile mit, alles, was ich nicht haben will, alle Komponenten des Working Capitals, die ich nicht haben will, die kaufe ich eben nicht mit. Nichtsdestotrotz interessiert mich das normalisierte Working Capital natürlich dennoch, ja, weil hoffentlich ist in 6 Monaten alles wieder so, wie es eben sein sollte bei dem Unternehmen und dann habe ich auch eine Ramp-up-Phase des Working Capital und die muss dann eben finanziert werden. Da muss ich dran denken, das muss ich bei meiner Finanzierungsplanung eben berücksichtigen. Ich glaube, dass im Wesentlichen zum Working Capital, dann haben wir natürlich die Themen, die der Jens eben schon angesprochen hat. Ich muss ein bisschen beurteilen, wie ist der Umsatzeffekt der Sanierung? Habe ich Markenschäden? Habe ich vielleicht Kunden, die mir weggelaufen sind aufgrund der Insolvenz, die ich wieder zurückgewinnen muss und möchte? Das muss ich dann irgendwo in den Umsatzerlösen natürlich hier beurteilen. Ansonsten haben wir hier in der Planung mal in grün dargestellt, das reguläre EBITDA in der Planung und eben das in orange, das EBITDA in der Sanierung. Dadurch, dass ich eben viel schneller die Möglichkeit habe, aus lästigen Verträgen rauszukommen, möglicherweise auch nur bestimmte Betriebsteile zu kaufen, nämlich nur die, die profitabel sind und die, die mich interessieren, habe ich natürlich auch einen schnelleren Anstieg des EBITDA, was mir natürlich auch dann möglicherweise einfach in der Zukunft wieder helfen wird, wenn ich da schneller Renditen erziele und dann damit wieder mein Return on Investment schneller realisiere. So, das war es im Wesentlichen zu den Besonderheiten in der Due Diligence im Rahmen der Insolvenz. So, wer ist jetzt als nächstes dran? Jens oder Adrian? Vielleicht winkt mal einer. Der Jens ist, glaube ich, dran, ne? Dennis, dann switch doch mal bitte rüber. Ja, ich habe jetzt auch das Mikrofon angemacht und zwar sofort. Sehr gut, man lernt ja. Vielen Dank. Ja, was wir jetzt nochmal machen wollten am Schluss nochmal, Nils, wenn du auf die nächste Folie gehen würdest, wäre das nett, die Unterschiede und Gemeinsamkeiten zwischen Asset Deal und Insolvenzplan darzustellen. Wir haben vielleicht eine heterogene Zuhörerschaft, deswegen vielleicht auch ein paar Sachen, die ein bisschen einfacher sind. Natürlich ist es so, dass man Insolvenzplan der Rechtsträger erhalten bleibt. Der Rechtsträger entschuldet wird, während beim Asset Deal das sozusagen einfacher ist, da bringe ich einfach meine Assets rüber auf eine Auffanggesellschaft. Mein Lieblings-Karlau an der Stelle ist, damit scheiden natürliche Personen als Teil eines Asset Deals aus, weil die Liquidation von natürlichen Personen strafbewehrt ist. Da gähnen sie, aber Schlecker war eine natürliche Person. Ja, dementsprechend hätte es da, wenn man dann da saniert hätte, einen Insolvenzplan geben müssen. Ich habe mit dem Gabitz damals gesprochen, der darüber nachgedacht, das Unternehmen noch während der Insolvenz einzubringen in eine Kapitalgesellschaft. Gut, es hat sich hier dann alles nicht mehr herausgestellt, also man sollte das nicht unterschätzen, aber der relevante Unterschied, den muss man von der Struktur her verstehen, dann versteht man den Unterschied zwischen Plan und Asset Deal. Was ich eben schon angesprochen hatte, ist, wenn Sie den Plan machen, haben Sie automatisch erreicht, dass Sie so abstimmen können, wie Sie möchten, weil Sie die Gruppen in Grenzen beeinflussen können, nach denen abgestimmt wird. Sie stimmen ja nach Gruppen ab, alle Gruppen müssen zustimmen. Sie können einzelne Gruppen überstimmen, wenn die durch den Plan nicht schlechter gestellt werden als bei einer Zerschlagung des Unternehmens.
Das kann man immer, bekommt man eigentlich hin. Und der Gedanke beim Asset Deal ist halt, beziehungsweise der grundlegende Gedanke in der übrigen Abstimmung ist halt, dass im Gläubigerausschuss nach Köpfen abgestimmt wird, um die Kleinen, also zum Beispiel die Mitarbeiter, nach vorne zu bringen. Die haben dieselbe Stimme im Gläubigerausschuss wie der Kreditgeber, wie der maßgebliche Finanzkreditgläubiger, sodass also quasi der Insolvenzplan einem auch helfen kann, dass die größeren Gläubiger hier, dass die relevanten, also die Finanzgläubiger, eher zum Zuge kommen und hier dann auch kleinere Gläubiger durch die entsprechende Strukturierung umbauen kann. Ein Thema ist, bei den Asset Deals war es so, dass eine Gesellschaft, die ich liquidiere, denn am Ende liquidiere ich ja die Ursprungsgesellschaft, dass die Verbindlichkeiten, die da zurückbleiben, die bleiben ja auch erhalten, also habe ich auch keinen Verzicht, also habe ich auch keine Steuerlast bei meinem Asset Deal. Umgekehrt beim Plan, das war ein echtes Problem, da gab es dann ungeheure Verrenkungen, die gemacht wurden. Seit November 2018 gibt es ja den 3a-STG, der sieht vor, dass wenn ich ein Sanierungskonzept habe und wenn das Unternehmen über den Plan nach einem Sanierungskonzept saniert wird, um das einfach auszudrücken, dass dann auch keine Ertragssteuern anfallen und dass insoweit das steuerfrei keine Ertragssteuern anfallen. Punkt. Nächste Folie, Nils, bitte. Ich habe es eben schon angesprochen, was dann immer zusammenhängt, sehen muss, ist natürlich, dass wir hier auch Gemeinsamkeiten haben. Man hat, das muss ich Ihnen, glaube ich, nicht sagen, man muss immer auf das Geschäftsmodell schauen. Ich restrukturiere, um das gesunde Geschäftsmodell herausschälen zu können. Das gilt sowohl für den Asset Deal als auch für den IDWS 2, also als auch für den Plan. Wir haben IDWS 2 jetzt ausdrücklich ein Sanierungskonzept vorgesehen, auch deshalb, weil Gläubiger, die dabei bleiben, sonst in einer möglichen Folgeinsolvenz, alles, was sie erhalten haben auf ihre restrukturierten Forderungen über 133 Inso, Gläubigerbenachteiligung wieder herausgeben müssen. Da werden Sie sagen, ja gern, von wegen, wir haben also teilweise Insolvenzen. Nehmen Sie zum Beispiel Hein Gericke, die waren dreimal in der Insolvenz. Ich hatte jetzt ein Pflegeheim, das war viermal in der Insolvenz. Kettler war jetzt, glaube ich, auch schon zum dritten Mal in der Insolvenz. Das heißt, Sie müssen immer daran denken, dass es dann nochmal schief gehen kann. Man steckt ja nie drin, sodass es also immer sinnvoll ist, auch bei Plänen gegebenenfalls dann ein vernünftiges Sanierungskonzept da reinzulegen. Ansonsten, gemeinsam ist natürlich auch, dass man auf jeden Fall die Gläubigerbefriedigung erreichen muss. Beim Asset Deal fließt über den Kaufpreis die finanziellen Mittel in die Masse, beim Insolvenzplan gegebenenfalls nach einem Kapitalschnitt über eine Kapitalerhöhung. Auch das sind diese beiden Gemeinsamkeiten getrennt. Nils, wenn du die nächste Folie bitte machen würdest, wäre das sehr freundlich. Relevant getrennt wird immer gesagt, jo, ein Insolvenzplan wird gewählt, weil ich Vertragsbeziehungen mit dem Rechtsträger erhalten bleiben und umgekehrt ich natürlich dann auch selektieren kann. Wenn ich jetzt, ich habe einmal zu meiner Anfangszeit, das ist schon ewig her, Sinn ist jetzt ja wieder in der Insolvenz gewesen oder ist noch drin. Ich habe damals den Leffers, den Insolvenzplan gemacht. Das war die erste Insolvenz dieses Unternehmens. Und da war es so, dass wir gesagt haben, okay, ich habe jetzt verschiedene Verträge, Mietverträge, die gut sind und die schlecht sind. Wenn ich ein Asset Deal machen würde, müsste ich die guten Verträge rübertragen auf die neue Gesellschaft. Das brauche ich beim Plan nicht. Die guten Verträge packe ich nicht an. Ich kündige die alten Verträge und habe dann möglicherweise habe ich dann, das spricht wiederum dagegen, Schadenersatzforderung, aber das hatte ich auch schon mal angesprochen, da habe ich über 254 BGB die Schadensminderungspflicht des Vermieters. Und wenn ich ihm nachweise, du hast da andere Leute, mit denen du, an die du vermieten kannst, kann ich die Schadenersatzforderung relevant senken und kann damit auch den potenziellen Einfluss des Vermieters auf den Insolvenzplan verhindern. Nächste Folie bitte, letzte Folie zu dem Thema dann, Nils. Für den Insolvenzplan spricht es in der Regel natürlich Erhalt von Rechtsverhältnissen. Auch da wieder ein schönes Beispiel. Wir haben mal den Flughafen Karlsruhe gehabt in der Insolvenz, habe ich betreuen dürfen war ich mit dem Team. Und da war es dann so, ja, wir müssen einen Insolvenzplan machen, weil sonst, wir brauchen ja die Zustimmung des Luftfahrtbundesamtes. Auch da ist es dann so gewesen, dass der Stuttgarter Flughafen den Flughafen Karlsruhe gekauft hat und Wunder, Eigentümer des Stuttgarter Flughafens war das Land Baden-Württemberg, die ist gleichzeitig Genehmigungsbehörde für die entsprechende Genehmigung, dort einen Luftfahrtbetrieb zu betreiben, sodass das im Grunde relativ einfach war. Und es ist auch so, dass umgekehrt beim Insolvenzplan, wenn dort der Gesellschafter wechselt, die Heimaufsicht umgekehrt da, dann trotzdem
eine Zustimmung geben muss. Das heißt, dieses Argument, ja, es stimmt mit den Verträgen, das haben wir schon gerade herausgearbeitet, aber Genehmigungen oder Konzessionen, gut, wenn ich einen Steinbruch habe, ich habe Umweltauflagen, ist es vielleicht schwierig, das neu zu bekommen, aber häufig ist es so, dass sich Behörden auch bei einem Plan, bei einem Inhaberwechsel hier dann das vorbehalten, das zu genehmigen. Was wir als schwer festgestellt haben, ist natürlich auch das Thema Betriebsvereinbarung und Tarifbindungen. Wenn ich, der ist ja mit dem Plan erstmal, bleibt der Rechtsträger erhalten, also auch diese Verbindung im arbeitsrechtlichen Bereich. Da kann man natürlich jetzt ein Asset-Deal machen. Da habe ich natürlich das Risiko des 613a BGB. Ich habe aber bei der Asset-Deal natürlich das Privileg, möglicherweise eine Qualifizierungsgesellschaft zu machen, die Leute da reinzupacken und außer dieser Qualifizierungsgesellschaft Leute da rauszunehmen. Das ist ein bisschen schwieriger im Insolvenzplan, sodass ich sage, ich habe, wenn ich alte Strukturen aufbrechen will, würde ich schon sagen, ist ein Asset-Deal besser, wenn ich alte Strukturen erhalten will und selektiv was zurücknehmen will, ist möglicherweise der Insolvenzplan die bessere Lösung. Man muss sich das aber im Detail ansehen. Das ist eine Trendaussage, um jetzt hier nochmal so ein bisschen die Unterschiede zwischen Asset-Deal und Insolvenzplan aufzuzeigen. Ich denke, Nils, jetzt wären wir erstmal soweit durch. Wir haben noch Backup-Folien, aber wir haben jetzt relativ lange gesprochen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich gebe jetzt an dich zurück als Moderator. Vielleicht sollten wir jetzt, es ist jetzt, glaube ich, auch 16.27 Uhr schon, ein paar Fragen zulassen, denke ich. Genau, das sehe ich auch so. Danke, Jens, für den letzten Teil der Präsentation. Die Info vorab nochmal, Sie kriegen unsere Folien zugeschickt. Da sind auch unten unsere Kontaktdaten drauf, wenn es dann, also um, damit Sie uns da jederzeit erreichen können. Wenn es noch Fragen gibt gegenwärtig, dann würde ich Sie einfach jetzt bitten, die mal schnell in das Tool reinzutippen. Und Dennis, vielleicht schaltest du uns einfach alle drei live, dann sind wir noch mal zu sehen, wenn das überhaupt geht. Die Möglichkeit haben wir leider noch nicht, geben wir aber so mal an Microsoft weiter. Gut. Prima. Ich weiß nicht, ob noch ein, zwei Fragen kommen. Es sieht aber grundsätzlich nicht danach aus. Keiner Tipp mehr, dann müssen wir wohl alles abschließend beantwortet haben. Das freut uns natürlich auch. Dann bleibt es mir noch übrig, ganz herzlich nochmal für Ihr Interesse zu danken, für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Sie haben gesehen, das ist ein relativ komplexes Thema. Es wird sicherlich Gelegenheiten für entsprechende Transaktionen geben. Ein Grundwissen haben Sie jetzt parat. Wenn es da nochmal in die Tiefe gehen soll, dann wissen Sie jetzt auch, wen Sie da anrufen müssen und wie es dann sind wir natürlich jederzeit gerne bereit, Ihnen da mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Jetzt kommt aber hier doch nochmal eine Frage um die Ecke und ich glaube, 2 Minuten haben wir noch. Jens, das schaffst du bestimmt. Können Sie nochmal erklären, über das Massedarlehen in den Deal reingehen oder hineindrehen, vielleicht. Wir haben mal ein größeres Sägewerk mit 180.000 Quadratmetern Fläche, 1.200 Mitarbeitern saniert. Da war das so, dass das Holz im Wald lag. Normalerweise liegen ja die Betriebsvorräte auf dem Betriebsgelände, also musste dieses Holz finanziert werden, um es dann wieder verarbeiten zu können. Das heißt, man musste quasi vorfinanzieren, um dann wieder in den Bereich des Insolvenzgeldes zu kommen. Also hier mussten Vorfinanzierungseffekte und zwar echt in Cash geleitet werden. Und es war so, dass dann ein Investor gesagt hat, gut, ich bin an diesem Unternehmen interessiert, es muss ja weitergehen. Ich gebe jetzt, ich glaube, es waren 3 Millionen Euro Massekredit. Das heißt, der Kredit wurde gegeben, der wird natürlich dann vorrangig besichert an dem Holz, zum Beispiel, sodass Sie da Massekreditgeber sind. Sie können Ihren Massekredit auch Informationspflichten reinschreiben, dass Sie informiert werden, wie es da weitergeht. Sie sind dann als Massekreditgeber natürlich auch immer gefragt. Und es ist auch so, dass ein anderer Erwerber, bevor überhaupt irgendetwas passiert, ihre Massekreditforderung auch zurückzahlen muss. Sodass Sie vorne dran sind. Sie haben eine finanzielle Verpflichtung mit dem Unternehmen. Sie sind als Erster informiert. Und sie sind einfach vorne dran. Und das meine ich damit, dass man sich über ein Massedarlehen in den Deal hineingeht, weil wenn Sie das Massedarlehen gewährt haben, kann ein anderer es nur erwerben, wenn er vorher Ihr Massedarlehen zurückführt und Sie haben halt vorrangig
Informationen, die andere nicht haben, weil sie im Grunde ja ein bevorrechtigter, ein sehr, sehr, sehr weit vorrangiger Kreditgläubiger sind. Das ist der Gedanke des Hineindrehens, des Masterdrehens in den Deal. Genau, und damit, da mir keiner meine 300 Millionen zurückzahlen möchte, bin ich auch erst der Kandidat für den Erwerb des Unternehmens. Richtig? Genau so. Danke. So, war klar und informativ. Danke für das Feedback. Freut uns. Gut, dann sind wir mit unserer Stunde soweit auch durch. Wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank nochmal. Sie wissen, wo Sie uns erreichen können. Ansonsten schauen wir, wie sich die Situation in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Wenn alles wieder gut wird und wir ohne Insolvenzen aus der Corona-Krise kommen, dann freuen wir uns sicherlich alle auf der einen Seite. Wenn uns doch die ein oder andere Insolvenz über den Weg läuft, dann wissen wir jetzt, wie wir da mögliche Gelegenheiten wahrnehmen können. Vielen Dank an Sie alle und vielleicht sehen wir uns mal in einer Transaktion oder möglicherweise auch beim nächsten Webinar bei Baker Tilly. Schönen Nachmittag.